Hallo ihr Lieben, heute habe ich wertvollen Content für euch und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich heute abarbeite, was ich von meiner Fanbase bei Facebook, YouTube, Instagram an Fragen erhalten habe. Und eine Frage habe ich mehrmals erhalten und zwar die Frage: Wenn ich morgens trainieren soll, wie soll ich mich verhalten? Was soll ich tun? Wann soll ich essen? Davor, danach? Wie soll ich vorgehen? Was macht Sinn? Also, Workout morgens. So. Und da gibt es natürlich ein paar wertvolle Tipps. Und zwar das erste ist natürlich zu überlegen, was möchte ich erreichen. Das ist das erste Mal, darüber nachzudenken, um eine Empfehlung auszusprechen, muss ich wissen, was du vorhast. Denn ich bekomme ganz oft Fragen, weiß aber eigentlich gar nicht, was derjenige vorhat. Was möchte er überhaupt erreichen? Denn was ist das Ziel? Also erstes Mal muss ich wissen, das Ziel. Ist das Ziel die Fettreduktion? Oder ist das Ziel der Muskelaufbau? Oder ist das Ziel Kraftsteigerung? Oder ist das Ziel Ausdauer? Zuerst mal die Zieldefinition muss ich wissen. Fettreduktion, Muskelaufbau, Kraftsteigerung, Ausdauer. So, und dann legen wir jetzt direkt los. Und zwar, wenn es um die Fettreduktion geht. Also, Fettreduktion. Okay? Wenn es darum geht, gibt es einen Haken. Denn nüchtern Training morgens macht sehr viel Sinn. Warum? Weil wir natürlich noch keine Energielieferanten frisch zugeführt haben. Das heißt nüchtern Training. Wenn ihr also dabei seid, euren Körper zu cutten, das Körperfett zu reduzieren, macht ein nüchtern Training morgens Sinn. Das heißt, nüchtern Käffchen trinken, Wasser trinken, ab ins Fitnessstudio, ab raus oder ins körpereigene Fitnessstudio zu Hause, Bodyworkout, mit Langhanteln, mit Kettlebells, TRX, whatever ihr wollt, oder mit Tubes, was ich immer mache, whatever you want. Nüchtern. Davor frühstücken? Nein, definitiv nicht. Warum? Weil wir möchten ja in die Fettverbrennung gut reinlaufen und wenn wir frisch was zugeführt haben, die meisten frühstücken ja morgens kohlenhydratreich, dann sind natürlich Nährstoffe da, Zucker da und der wird als erstes verarbeitet. Deswegen kommt es zu einer verzögerten Fettverbrennung. Deswegen morgens nüchtern, wenn es darum geht, in der Fettreduktion zu arbeiten, absolut Haken dran. Directly Haken dran, ohne Frühstück, ab in die Fettreduktion. So, also da ist ein Haken. Jetzt kommt der Muskelaufbau. Muskelaufbau. Da kann ich keinen direkten Haken dran machen, geht nicht. Denn wenn es um Muskelaufbau geht, müssen wir natürlich mit großen Gewichten arbeiten. Wir brauchen ordentlich Power. Das ist morgens schwierig, da gibt es keine pauschale Aussage. Ich habe Coaches, die können das auf nüchternem Magen. Die kriegen das hin. Ergebnis, können wir darüber streiten, ob sie gut sind. Könnten meines Erachtens nach, wenn ich meine ganzen Verläufe angucke, können die besser sein, weil ich habe viele, die morgens trainieren gehen. Ich habe auch welche, die nachmittags, frühen Abend trainieren gehen. Und wenn ich das so vergleiche, die letzten 30 Jahre, schneiden die abends ins Fitnessstudio, ins Kraftstudio, ins eigene Fitnessstudio gehen, schneiden die, was den Muskelaufbau anbetrifft, besser ab. Denn man hat morgens in der Regel nicht die Power, die man nachmittags hat. Liegt sicherlich damit zusammen, dass die Energiespeicher nicht voll sind. Man könnte sie zwar abends maximal füllen, aber das ist eine schwierige Sache, über Nacht mit dem vollen Bauch im Bett zu liegen. Das ist sicherlich nicht gut für den Schlaf, da kommt morgens auch nicht mehr Leistung raus. Und vor dem Krafttraining morgens zu frühstücken, würde gehen.
Aber wir brauchen mindestens 60 Minuten Verdauungszeit, das ist ein Minimum, dass der Verdauungstrakt so weit wie möglich beruhigt ist. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr esst, wenn ihr futtert, dann ist es so, dass der Körper anfängt zu verdauen. Und wenn wir verdauen, benötigt natürlich unser Organismus einen großen Anteil des Blutvolumens im Bereich des Magen-Darm-Traktes, um die gesamte Verdauungsprozesse am Leben zu erhalten. Dann fangen wir an zu trainieren. Das ist schwierig, sehr schwierig. Manche brauchen sogar 2 Stunden Verdauungszeit, damit sie ordentlich Energie haben, dass der Magen-Darm-Trakt seinen Aufspaltungsprozess, seinen Verarbeitungsprozess so weit wie möglich abgeschlossen hat. Deswegen kann ich keinen Haken dran machen. Da mache ich mal ein Minus dran. Da mache ich ein Minus, außer es wird jemand um 4 Uhr aufstehen, Frühstück und dann 6:30 trainieren gehen. Wenn er dann um 11 oder 12 erst ins Bett geht, dann ist der Schlaf wieder zu wenig. Macht auch keinen Sinn. Seht ihr, genau deswegen brauche ich immer die gesamten Informationen von euch, um natürlich auch eine Aussage treffen zu können. Ansonsten pauschale Aussagen, die sind immer ein bisschen schwierig, die können in alle Richtungen ausgelegt werden, die mag ich nicht so. Ich mag nicht so pauschale Aussagen. Warum? Als Personal Trainer solltest du natürlich auch persönliche Aussagen treffen. So, die Pauschalen ist nicht meins. Also, da machen wir mal ein Minus ran. Okay, das kann aber auch nicht. Dann haben wir die Kraftsteigerung. Kraftsteigerung. Haken dran? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht einen Haken dran machen. Das gleiche Spiel bei der Hypertrophie, beim Muskelaufbau. Wenn wir maximal große Gewichte bewegen möchten, ist das morgendliche Training nicht optimal. Denn auch da ist es so, wir sollten eine Vorlaufzeit haben vom Frühstück. Klar, wenn jemand erst um 8 Uhr anfangen muss, kann, soll in seinem Job und er steht um 5:30 auf, ist auch um 10:30 ins Bett gegangen, hat genügend Schlaf gehabt, hat gefrühstückt vorher, der könnte tatsächlich von 7 bis 7:45 Maximalkrafttraining machen. Von 7 bis 3:45 nur 45 Minuten für Krafttraining, Maximalkrafttraining reicht es völlig aus, denn es gibt HFT-Training. Googelt mal nach HFT-Training, Hochfrequenztraining, das ist sehr, sehr geil für die Kraft. Und da reichen 45 Minuten aus. Dieses HFT-Training kommt aus Bulgarien und vom Christian Zippel, meinem Kollegen Christian Zippel und auch Freund Christian Zippel, gibt es dazu ein gutes Buch. HFT-Hochfrequenztraining. Das heißt also Kraftsteigerung morgens, ja, je nachdem. Gefrühstückt, Verdauungszeit eingehalten, früh genug ins Bett, nicht zu früh zur Arbeit. Können wir ja machen, also können wir keinen grundsätzlichen Haken dran machen. Geht nicht. So, jetzt haben wir die Ausdauer. Also wenn es nur um die Ausdauer geht, da würde ich sagen, da kann man einen Haken dran machen. Da kann man direkt einen Haken dran machen. Also wer rein Ausdauer trainieren geht, laufen geht, Fahrrad fahren geht, Mountainbike, im Fitnessstudio das Laufband oder draußen in der freien Natur, ja, der kann es nüchtern machen, ganz klar. Der kann nüchtern direkt Gas geben, ist überhaupt kein Problem. So, das wäre einmal abgeklärt, Fettreduktion, Muskelaufbau, Hypertrophie, Krafttraining und Ausdauer. So, jetzt haben wir aber noch was. Jetzt war hier speziell die Frage, ja, wann soll ich denn dann essen? Wer frühstückt, was Sinn macht, der kann erstmal sein Workout machen. Nach dem Workout kann er einen Shake trinken, wenn er mag. Ein Whey-Protein mit Wasser isst er ganz gut. 20, 25 bis 30 Gramm, je nach Körpertyp und nach Menge der Muskelmasse, nach Gesamtproteinzufuhr. Ja, und dann kann er duschen gehen, sich fertig machen gehen, alles fertig machen, Studio raus und dann so nach einer Stunde, 1,5 Stunden frühstücken. Und wenn dann noch ein Frühstück kommt, was den Insulinspiegel nicht groß beeinflusst, das heißt zuckerfrei, fettlastig, 2 Daumen nach oben, 2 Daumen nach oben. Denn den Nachbrenneffekt nach dem Training darf man nicht unterschätzen. So, jetzt kommen wir zum, das war einmal morgens bei der Fettreduktion. Jetzt kommen wir mal zum Muskelaufbau. Muskelaufbautraining, ja, wenn es morgens stattfindet, wenn es irgendwie hinkriegt, dass man nicht so früh zur Arbeit muss, dann nicht so früh aufzustehen, dass man lang genug geschlafen hat, dann Training. Unmittelbar danach einen schönen Whey-Protein, vielleicht sogar noch schnell aufspaltbare Kohlenhydrate dazu, in Form von einer Banane dazu, in Form von
gute, leckeren Reiswaffeln mit ein bisschen Banane drüber, mit ein bisschen Honig drüber, rein damit, duschen, fertig machen und dann directly ein schönes, kräftiges, gesundes Frühstück. Yes, passt. Krafttraining, also auch natürlich hier Muskelaufbau, wenn man es nachmittags macht, also nicht vormittags, dann kann man natürlich genauso hergehen und sagen, okay, vor dem Training ein Bananchen, dann hartes Männer- oder Lady-Training, ordentliche Widerstände abliefern, im richtigen Zeitfenster arbeiten für die Hypertrophie, 20 bis 60 Sekunden Belastung, TUT entsprechend, also Time Under Tension entsprechend anpassen, dass die Bewegungsgeschwindigkeiten nicht zu schnell werden. Ja, und dann nach dem Training duschen, fertig mit Whey-Protein, vielleicht auch gleich nachmittags 3, 4, 5 Reiswaffeln, ein bisschen Honig drüber, schöne Bananenscheibchen drauf, rein damit, duschen, fertig machen, nach Hause gehen, schöne, große, kräftige, gesunde Mahlzeit. Kraftsteigerung. Gleiches Spiel in Grün. Ihr wart morgens, wenn es geklappt hat beim Krafttraining, wenn ihr das könnt, beim Maximalkrafttraining, kraftsteigernd, also nochmal den Unterschied beim Aufbautraining, Muskelaufbautraining trainiert ihr anders, wie beim Maximalkrafttraining, denn beim Muskelaufbautraining habt ihr ein größeres Zeitfenster, das heißt zwischen 20 und 60 Sekunden sind die Belastungszeiten bei der Maximalkraft zwischen 0 Sekunden bis 20 Sekunden. Also unterscheidet sich das. Aber die Vorgehensweise, was das Futter anbetrifft, das ist die ähnliche. Also wenn ihr es tatsächlich geschafft habt, morgens durch genügend Vorlaufzeit Krafttraining gemacht zu haben, dann unmittelbar danach Whey-Protein, Bananenscheiben, Reiswaffel, Honig drüber. Rein damit, danach kräftig frühstücken, gesundes Frühstück. Geht oder genauso nachmittags, früher Abend, yes, auf jeden Fall gutes, gesundes, kräftiges Abendessen. Okay, gut. Haben wir die drei Schnapp und jetzt Ausdauertraining. Ausdauertraining, gleiches Spiel in Grün. Wenn ihr es morgens gemacht habt, danach könnt ihr auch ein Protein zuführen. Ihr habt auch eine hohe mechanische Belastung gehabt, ihr könnt ein Protein zuführen. Danach dann auch eben duschen, fertig machen und ein gutes, gesundes Frühstück. Ob ihr das morgens dann macht in der Ausdauer oder nachmittags oder früher Abend, ist mehr oder weniger egal. Denn ganz zum Schluss noch ein wichtiger Vermerk. Wann wir was tatsächlich machen, gibt es natürlich immer optimale Möglichkeiten. Und es gibt Möglichkeiten, die nicht ganz optimal sind. Letztendlich müsst ihr aber, sollt ihr ausprobieren, was für euch gut ist. Denn wenn dann vorne tatsächlich einer steht, so wie ich in weiß, Personal Trainer sagt, du musst, dann kann das stimmen, muss nicht stimmen. Denn deswegen gibt es hier mehrere Optionen. Und da sage ich immer, und das ist ein Spruch, den könnt ihr euch merken, probieren geht über studieren. Einfach mal ausprobieren, 2, 3 Wochen, früh morgens trainieren und dann wieder abends trainieren, nachmittags trainieren und feststellen, was ist speziell für dich gut, was tut dir gut, was fühlt sich für dich an. Es gibt wissenschaftliche Belege, die alles möglich belegen, dass es dann und dann optimal ist. Wenn es aber nicht zu dir passt, dann ist es für dich eben nicht optimal. Dann wirst du deinen eigenen Weg finden, indem du es ausprobierst. Okay? Deswegen, wenn ihr mir in meiner Fanbase bei Instagram oder bei Facebook oder bei YouTube Fragen stellt, ihr müsst es spezifisch stellen. Ich brauche da immer so ein bisschen Randinformationen dazu, um letztendlich natürlich eine Aussage treffen zu können. Zum Beispiel ganz oft kommt, was soll ich essen im Muskelaufbau? Ja. Wie viele Kalorien brauche ich? Welche Übungen soll ich machen? Da kann man natürlich schon so ein paar pauschale Aussagen raushauen, das geht schon. Aber nochmal, was ich euch schon gesagt habe, ich stehe nichts auf pauschal, weil ja, in meinem Portfolio steht Personal Trainer. Und da solltet ihr einfach ein bisschen mehr Informationen liefern. Dann kann ich auch etwas spezifische Aussagen machen, wenn es den Rahmen der Zeit nicht sprengt. Zum Beispiel, machen wir eine Frage, ich trainiere jetzt seit 1,5 Jahren. Ich habe im Bereich des Rückens eine Schwäche und habe immer Rückenschmerzen. Was soll ich tun? Ja, jetzt muss ich erstmal wissen, wo sind denn die Rückenschmerzen überhaupt?
Sind im Lendenwirbelsäulenbereich, im Iliosakralgelenk, ist es weiter oben in der Brustwirbelsäule, ist es welcher Bereich, Schulterblatt oben, Zwischenrücken oder ganz unten Lendenwirbelsäule, ist es ein muskulärer Schmerz, kommt es eher von der Wirbelsäule, ist es einseitig, ist es beidseitig, ist es dauerhaft, ist es nach und nach vor dem Training, ist es immer. Seht ihr, wenn ich solche Informationen habe, dann kann ich schon ganz gut weiterhelfen, wenn es natürlich nicht den Rahmen der Zeit sprengt. Manchmal habe ich auch Sachen, da müsste ich ja auf so viele Dinge eingehen, dass es letztendlich ein Video, eine Aussage gibt, die kann schreiben, da bist du halbe Stunde am Schreiben beschäftigt, das geht einfach nicht. Deswegen verpacke ich solche Sachen immer in solche Videos und in solchen Videos werde ich dann hoffentlich viele Fragen, die gefragt stellen, damit beantworten. Genau deswegen jetzt auch diesen Video. Also das Video war heute Workout morgens, was macht Sinn? Erst muss ich wissen, was für ein Ziel, Fettreduktion, Muskelaufbau, Kraftsteigerung, Ausdauer. In der Fettreduktion ganz klarer Haken, nüchtern Training super, Muskelaufbautraining kann ich keinen Haken machen, Kraftsteigerung kann ich auch keinen Haken machen, Ausdauer kann ich direkt einen Haken machen. Habe ich erklärt, warum? Wichtig ist natürlich in der Fettreduktion nüchtern bleiben und nach dem Training erstmal den Stoffwechsel noch ein bisschen laufen lassen, fertig machen und duschen und so weiter. Dann kommt das hoffentlich zuckerarme Frühstück. Im Muskelaufbau morgens, abends, beides möglich, habt ihr gehört. Ihr müsst austesten, Kraftsteigerung, beides möglich, morgen, abends. Möglich, aber austesten, Ausdauer ganz klar morgens möglich. Entsprechend auch hier Essverhalten anpassen, Kraftsteigerung, Essverhalten anpassen, Ausdauer auch. Ist immer so was Ähnliches. Und wie gesagt, nochmal, probieren geht über studieren. Ganz klar. Und dann habt ihr relativ schnell für euch euren Weg gefunden. Wenn ihr dann noch Schwierigkeiten habt, habt ihr wieder die Möglichkeit, unterhalb von meinen Videos in den Bemerkungen reinzuschreiben, Andreas, das, kannst du mir helfen oder könntest du darüber auch mal ein Video produzieren, wie ich jetzt gemacht habe. So, und das war's zum Thema Workout morgens. Da fällt das S. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis dahin, viele Grüße, Andreas Trienbacher, Mr. T.